Jegliche Ähnlichkeiten und oder Parallelen zu realen Personen oder wahren Ereignissen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Wenn ich so einen Tag habe wie gestern zum Beispiel, ja? Ich lebe hier gern, ist schön hier, will mich nicht beschweren. Meine Fresse, ja? Wir haben hier so ein Haus, da fährt mittlerweile echt keiner mehr gerne raus. Zeuginnen und Zeugen sind aus juristischer Sicht grundsätzlich als glaubwürdig zu betrachten. Junges Paar, ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, ob die verheiratet sind, ja? Sowohl vor der Polizei als auch vor Gericht. Ich lebe hier gern, bekannt und vertraut, könnt ihr sterben. Sterben. Sollten sich jedoch bei der Schilderung gewisser journalistischer, polizeilicher, juristischer oder gesellschaftlicher Praktiken Ähnlichkeiten zu den Praktiken von realen Zeitungen und realen Personen des öffentlichen Lebens ergeben haben, so sind diese weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidbar. Ein Mensch, der sich zu einer möglichen Straftat äußert, ist immer glaubwürdig. Merkt das bei mir, wie sich da so eine Wut anstaut? Ja. Also gerne öfter mal wieder vorbeischauen, bitte. Zu untersuchen ist jedoch die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage. Warte, Moment, was? Gremsberg, Steining, Bad Salzulfen, Münsterland. Hör zu, den Schuh werde ich mir nicht anziehen, ja? Mit mir schmeckt ihr das. Das ist ein richtig schweres Verbrechen. Nee, was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Mit mir hat das ja nichts zu tun. Es ist mit ihm streng genommen, handelt es sich ja hier um eine Person von öffentlichem Interesse. Hallo? Wirklich, ich meine, das ist doch auch einfach traurig, dass man denen da nicht vertrauen kann, oder?